Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Frag des Rekrutier. Und heute soll es ums Thema Einarbeitung, Onboarding von neuen Partnern gehen. Und es stellt sich sehr, sehr oft die Frage, soll ich denn lieber erst einen neuen direkten Teampartner einarbeiten? Soll ich den betreuen? Soll ich den erst richtig ins Laufen bringen? Oder kann ich das unter Umständen auch mit mehreren gleichzeitig tun und machen? Was sind da die Vorteile, was sind da die Nachteile? Oder die Frage auch ein bisschen andersrum gestellt, mit ein bisschen Bedenken oder mit ein bisschen Angst versehen, wenn man dem einen oder anderen Networker sagt, Mensch, sponsor dir doch gleich mehrere direkte Frontline-Partner, Erstlinien, die du parallel betreust oder einarbeitest, dann kommt von vielen oftmals das Veto, ja, aber dann leidet ja die Einarbeitung. Dann verliere ich ja vielleicht den ein oder anderen Partner, weil ich mich nicht genügend um ihn kümmern kann, oder kommt denn da nicht der ein oder andere zu kurz? Also, ich sage euch jetzt hier gern meine Meinung, und die lautet folgendermaßen. Diese Aussage, ich kann nicht mehrere Partner gleichzeitig einarbeiten, entspricht oftmals gar nicht den Tatsachen oder die Realität. Sie ist nur so ein vorgeschobenes Argument, um das eigene Unvermögen, mehrere Partner gleichzeitig zu gewinnen, so ein bisschen zu rechtfertigen. Ich weiß, ich mache mich da sicher bei dem einen oder anderen jetzt vielleicht auch so ein bisschen unbeliebt, weil das natürlich auch so ein bisschen eine Philosophiefrage ist. Aber in meinen 25 Jahren Network-Erfahrung und in der Erfahrung, die ich auch als Coach in der Praxis so mache, von dem, was ich so sehe, ist es leider immer wieder die Tatsache. Es sagen nur die, dass man mehrere Partner nicht gleichzeitig einarbeiten kann, und die bestehen dann oftmals auch drauf, die nicht in der Lage sind, gleichzeitig mehrere Partner zu gewinnen. Warum es jetzt Sinn macht, gleichzeitig mehrere Partner zu gewinnen und die auch einzuarbeiten, das möchte ich natürlich an der Stelle noch kurz erklären. Schaut euch das mal an. Wir haben im Network Marketing oftmals ein Phänomen, ist es ja nicht, es ist ja eine Tatsache. Wenn du heute jemanden sponsorst und dieser eine Mensch dein Ein und Alles ist, diese kleine Pflanze, gibst du ja oftmals dein ganzes Herzblut da rein. Ja, also du gibst deine Zeit, deine Emotionen, deine Ressourcen da rein, deine Energie, du kümmerst dich, du machst, du tust. Und jetzt geht's ein paar Tage dahin, ihr macht die ersten Termine, die ersten Produktvorstellungen, die ersten Geschäftsvorstellungen. Und es ist alles mit einer ganz, ganz hohen Erwartungshaltung an diesen Partner verbunden. Und das funktioniert auch, was aber dann oftmals nach relativ kurzer Zeit auch einsetzt, dass es, ja, ich sag mal kleine Einbrüche auch gibt bei diesem Partner oder Partnerin. Das ist nur zu natürlich, das ist ganz normal, das ist vollkommen, das ist einfach die Praxis. Und dass nach diesen Einbrüchen auch oftmals die Situation ist, dass Partner inaktiv werden, dass sie wieder fluktuieren, dass sie wieder aufhören. Es ist eine traurige Wahrheit, aber jede Wahrheit, ihr wisst ja, braucht auch einen Mutigen, der sie mal ausspricht. Und das möchte ich an der Stelle sein. Und wenn du jetzt zum Beispiel mehrere Tage und oftmals auch Wochen und Monate dich nur auf einen Partner konzentriert hast und der dann tatsächlich nicht der oder die ist, für den du ihn oder sie gehalten hast und im schlimmsten Fall sogar fluktuiert oder weggeht, dann stehst du sozusagen nach Wochen oder Monaten vor dem Punkt, wo du wieder einen neuen Anlauf holen musst. Du musst wieder sagen, okay, jetzt brauche ich wieder einen oder eine neue. Du fängst wieder an zu sponsern, zu rekrutieren, Kontakte zu machen. Du fängst also immer wieder von vorne an, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand inaktiv wird oder wieder aufhört, tatsächlich auch nicht so gering ist. Oder anders ausgedrückt, sie ist hoch. Wenn du jetzt aber mal mit, ich nenne das jetzt mal mit purem Aktionismus, über 4 Wochen meinetwegen Potenzial sammelst, also 30, 40, 50 neue Kontakte irgendwo machst und dann sagst, okay, ich mache jetzt mal eine Sponsor- oder Rekrutierungswoche und dann dieses Potenzial auch abarbeitest und aus diesem Potenzial vielleicht mal 3, 4 oder sogar 5 Firstliner direkt gleichzeitig einschreibst, dann passiert was ganz, ganz Magisches. Dann hast du 5 Leute in der Betreuung,
Und es stellt sich automatisch zwischen den fünf raus. Das heißt, du bist dann derjenige, der die Wahl hat. Du bist nicht mehr im Bittstellermodus, dass du einen oder eine brauchst, die unbedingt funktionieren muss, sondern du bist derjenige, der sagt, okay, wer von euch fünf ist denn jetzt der Willigste, die größte Bereitschaft mitbringt? Und um den oder die kümmerst du dich am intensivsten, logischerweise. Du hast die Auswahl und bist im Bieterstatus. Und ja, die Zeit wird es bringen oder die Praxis wird es zeigen, von fünf werden sowieso nur, ja, ich würde dir natürlich fünf wünschen, die funktionieren, aber es wird am Ende wahrscheinlich auf drei, zwei, vielleicht auch einen rauslaufen, der funktioniert und der sich da rauskristallisiert. Das Schöne ist, zwischen fünf Vertriebspartner, in dem er gleichzeitig einarbeitet. Dort kann man einen schönen Team-Spirit kreieren. Dort kann man Wettbewerbe kreieren. Man kann die Leute sich gegenseitig motivieren lassen. Sie können sich ihre Testimonials erzählen. Sie können sich miteinander vergleichen. Und daraus entsteht logischerweise auch dieser positive Spirit, dieser Wettbewerb, den wir im Network-Marketing und im Vertriebsgeschäft brauchen. In diesem Sinne. Es hat mich sehr gefreut, euch heute wieder diese Frage beantworten zu dürfen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal vom Rekrutier, schickt es gerne auch an eure Partner weiter. Und wenn ihr andere Fragen habt, die euch interessieren in diese Richtung, schreibt sie mir auch gerne in diese Kommentare rein. Dann nehmen wir sie hier mit auf bei Frag das Rekrutier und ich freue mich schon aufs nächste Video. Euer Tobi.